Hallo. Ja, ich habe nicht dran gedacht, direkt aufzunehmen, aber ich habe Triple Rune of Jera in the Chest gemacht im Anfangsraum, dadurch, dass ich mal erst mit Blank Card. Ah, geil. Habe ich quasi mir jetzt doch noch mein Guppy gemacht. Ja, ich habe außerdem Cursed Shot aufgesammelt, aber man sieht ja, dass es trotzdem einigermaßen geht. Ramming Speed. Ah, ich will nicht alles mitnehmen. Was ich noch will, ist Spoonbender. Und vielleicht nehme ich My Reflection mit. Nein, ich nehme noch The Virus mit. Also ich würde schon fast sagen, dass ich ganz schön stark bin. Ich hätte die jetzt noch mehr duplizieren können, aber ich dachte, das reicht mir. Im Nachhinein denke ich mir eigentlich, ich hätte noch mal weiter duplizieren sollen. Naja. Mein Damage ist jetzt auch voll. Ich weiß nicht, ob ich mal Reflection mitnehmen soll, aber es bringt mir eigentlich nicht so viel. Oh, ich habe mich treffen lassen. Also, ich bin schon recht stark, aber ich bin noch nicht unbesiegbar. Aber ich habe jetzt... Ich weiß nicht, wie der eine Monster da gerade eben gestorben ist. Das Problem ist, hier ist so viel im Raum, ich sehe überhaupt nicht mehr, was mir gehört und was nicht. Oh, jetzt noch mal ein großer Raum. Geil. Oh ja. Wrath im Overflow. Die glitschen sich hier durch die Gegend, Alter. Einer lebt noch. Raum geklärt. Ich kann hier nochmal in den Supergeheimraum gucken. Komm, nehme ich doch gerne mit. Dann probiere ich jetzt mal so das blaue Baby zu besiegen. Ich habe so viel... Alter, wie ist überhaupt nicht mehr... Wie es überhaupt nichts machen kann gegen mich. Alles klar. Das macht so viel Spaß. Damit möchte ich jetzt noch die restlichen eben. Die einzigen, die mich bis jetzt treffen konnten, waren die Gurglings. Gurglings. Alter, das ist so abgefahren. Ah, wieder meine Hassfeinde hier. Ah, nein! Und gerade jetzt habe ich natürlich Demon Tail abgesetzt, weil ich die ganzen letzten zwei Ebenen keine Herzen gedroppt bekommen, komme ich jetzt natürlich Herzen. Ey, meine Fliegen machen auch so viel Schaden. Alles klar, nochmal mehr Kisten. Alles klar, Flaming Shot. Oh! Ah, ich möchte jetzt erstmal weiter klären. Ich möchte danach wissen, ob Cursed Eye... Was habe ich gerade... Ach, ich habe Flaming Tears aufgesammelt. Ich möchte danach wissen, ob Cursed Eye... Was das mit Mom's Knife macht. Nein, Marlin hat gesagt, Mom's Knife mit.
fühlt sich nach einer ziemlichen Reduktion an, sozusagen. Aber Homing Knife ist schon geil, da hat Malin schon recht. Vier Shot, Sticky Babies, noch mehr vier. Dass ich noch so viel Kisten bekomme, also ist ja auch nicht Hard Mode, na trotzdem. Und ich bin ja auch Lord of the Flies, nicht dass man das... Nicht, dass das bis jetzt mir hier irgendwas gebracht hätte. Was, Alter? Nochmal spinnen. Und noch. One-Shot-War. Ist ganz gut so. Ah. So, nochmal Schlüssel verdreifachen können. Einen Raum gibt's noch. Und was das? Damit würde ich jetzt gern zu Mega Satan, habe aber leider kein Dead's Key bekommen. So, ich wurde schon auch ewig nicht mehr gehittet. Und das sammle ich jetzt alles noch ein. Nicht haben, das macht mich langsamer. So, ich stoppe mal die Aufnahme. Also es war schön mit euch. Guckt mich noch mal an, wie schön ich bin. Ja, aber ich sag noch mal, Blank Card mit Rune of Jera in the Chest ist ganz schön game breaking, würde ich sagen. Macht's gut.